Das gefällt dir? Gefällt dir das? We're part of this world, da baden du bi. Das geht doch gleich in den Kopf rein. Seit 76 ist sie dabei und immer wieder dabei, Nina Hagen. Je länger, je mehr. Immer wieder dabei? Verstehst du das? Das verstehe ich schon. Du hast eine kleine Feder von mir an der Nase. Wo? Sorry. Da ist du weg. Das geht nicht weg. Moment. Ganz vorsichtig. Jetzt ist sie weg. Nina, du hast eine ganz tolle neue Platte gemacht. Mir gefällt sie sehr gut. Eine Platte so zwischen Janis Joplin, Haley Jackson, Franz Schubert und Elvis Presley. That's right. Was verbindet dich mit Franz Schubert? Gar nichts, außer dass ich auch eine Seele besitze. Denn die Seele ist unsterblich und das verbindet uns nun mal. Aber eben. Ave Maria verbindet dich trotzdem mit ihm, oder? Ave Maria, ich glaube, er hat den Text dazu gar nicht geschrieben. Den hat nämlich Nana Muscuri geschrieben. Wo sind wir denn? Und der Text, den fand ich so super und die Dame verehre ich über alle Maßen, weil die hat nämlich eine ganz wunderschöne Stimme. Die andere Dame hat auch eine schöne Stimme, nämlich die Janis Joplin. Das ist ein Song von Janis Joplin, oh Gott, Move Over gesungen. Ja, ich verehre ja die Menschen überhaupt. Ich glaube ja an die Menschen, ja. Ich glaube ja daran, dass die Menschen sich nicht wirklich selbst zerstören wollen. Ich glaube ja daran, dass die Menschen sich ändern werden und dass sie diesen Planeten verschönern werden. Und ich bin ja so positiv drauf. Und Nina, bist du eine Preacherin? Bist du eine Preacherin? If I'm a preacher, ja, ich lebe ja jetzt in Paris und da habe ich ganz viele Kollegen, die Disc-Jockeys sind und die Nightclubs machen. Und die haben mir neulich ein wahnsinniges Kompliment gemacht und die haben gesagt, ich bin ihre Lieblingsrapperin. Und beim Rappen, da predigt man ja, Preaching is Teaching. Und in dem Sinne bin ich ein Preacher, ein Prediger, ein Lehrer. Das ist ein ganz tolles Outfit. Der kommt von Jean-Paul Gaultier. That's right. Wir sehen den später noch. Woher hast du das auf dem Kopf? Das ist auch Jean-Paul Gaultier. Es handelt sich um einen Minirock, aber er ist etwas zusammengeschlungen. Das ist auch ein sehr kleiner Minirock. Nö, ist ein normaler Minirock. Der passt auf meine Hüfte. Nina, du hast auch einen neuen Freund. Das ist ein enger Mitarbeiter von Jean-Paul Gaultier. War jetzt zuerst der Freund da oder der Jean-Paul Gaultier und dein Styling? Die waren beide am selben Abend zum ersten Mal in meinem Leben aufgetaucht. Es handelte sich um eine Party, die Jean-Paul Gaultier geschmissen hatte, um seine neue Platte zu launchen. How to do that heißt sie. Und da war auch sein, wie du sagst, Mitarbeiter. Und, was heißt, wie ich sage, was ist er denn wirklich? Well, er ist was ganz Besonderes, auch für den Jean-Paul Gaultier ist er was ganz Besonderes. Er arbeitet an verschiedenen Fronten und er läuft auch auf der Modenschau mit und er macht Fotosessions, er macht sein PR, Presseattaché und er macht außerdem noch zwei Nightclubs in Paris und ist gerade dabei, einen neuen Nightclub zu machen. Es handelt sich um eine lahmgelegte U-Bahn-Station. Da müsste man mal hingehen. Wann geht das auf? Das weiß ich noch nicht, wann das aufgeht. Auf jeden Fall am 6. Oktober machen wir im Subsis, das ist im Bobinus, eine Riesenfete. Für mich, für meine neue Platte und ganz viele Gäste kommen aus aller Welt, zum Beispiel die Mutoid Waste Company. Mich hat aus sie London. Wieder nicht eingeladen. Sie mit Doch, du kriegst Geschichte. Die Invitation Card. Hör mal, du hast immer in der Öffentlichkeit deine Liebschaften ausgetragen. Du hast nie irgendwelche Versteckenspiele gemacht oder so. Du hast immer gesagt, das ist mein neuer Freund, das ist der andere neue Freund. Sind die Männer nicht manchmal, vor allem die Männer von Nina Hagen? Und gibt es nicht manchmal ein bisschen Probleme? Nee, sowas gab es noch nie, die Männer von Nina Hagen. Es gab immer, dass ich die Freundin von den Männern war, weil die Männer, die waren immer so toll und die werden auch immer toller und überhaupt im Jenseits geht es dann weiter. Hallo Jimmy! Ich habe einen Satz von dir gesehen, den finde ich toll, den musst du aber mir erklären. Du hast gesagt, das erotischste Mann ist für mich, wenn er nicht treu sein kann, aber treu sein will. That's right, John! Wie geht das genau? Well, das ist so, wenn man doch so schrecklich verliebt ineinander ist, dann geht man ja in den siebten Himmel, den ja die Wissenschaftler bestreiten, dass es sowas gibt. Die bestreiten ja auch, dass es eine Seele gibt. Nun, anyway, ich sage, dass die wahre Liebe und die wahre Ekstase doch da ist, wenn man sich liebt und keinen Bock drauf hat, mit jemand anders eine sexuelle Vereinigung einzugehen, sondern halt mit dem Partner, den man liebt. In dem Sinne meine ich, dass es total erotisch und super und toll ist, wenn man nicht treu sein kann, sondern treu sein will. Verstehst Meine Damen und Herren, meine? Das war der Nachhilfeunterricht von Nina Hagen, wie man sich wirklich verhalten soll, wenn man vielleicht doch ein bisschen eifersüchtig ist. Glücklich so. Sein. Nina, ich schicke dich darüber. Da warten schon ganz viele Kameras auf dich und wir warten auf einen neuen Song von dir. Wir sehen uns später nochmal. Okay.
Nina Hagen ist übrigens nicht nur in Paris und feiert ihre neue Platte jetzt dann bald, sondern sie wird auch ab, ich muss mir das nachschauen, ab Oktober wird sie auf Tournee gehen, zuerst einmal in Tempo de Onze, Berlin. Sie hat auch vor, in Frankreich auf Tournee zu gehen. Wenn alles klappt, kommt sie sehr wahrscheinlich im Januar in die Schweiz. Nina Hagen mit der tollen neuen Platte. Man hört ein Stück aus, ich glaube, sie hat es geschafft, in denen anzukommen. Nina, wo bist du? Hier. Das ist die ganz, ganz billige Sendung. Da muss der Moderator die Sachen gleich selber mittragen. Das ist prima, den Darf Rest spendieren. Da Platz zu nehmen. Anderen Zwecken. Sag mal, das ist ein Song von Mahalia Jackson. Ja, es ist von Mahalia Jackson. Und das war überhaupt die Queen der Gospelmusik. Und die ist es immer noch. Und ich versuche auch überhaupt nicht besser oder sowas wie die Mahalia zu sein. Wie kamst du denn Sondern auf die Musik, auf die stehe ich total. Und es handelt sich um religiöse Musik. Man bittet um Hilfe. Die Seele schreit und gurgelt. Und das ist halt die Musik, auf die ich abfahre. Du hast in der DDR eine Ausbildung gemacht als Schlagersängerin. Ja, das stimmt. Das musste ich machen, sonst hätte ich so zu wenig Geld verdient. Das gibt's bei uns im Westen gibt es das nicht, oder? Würdest du sagen, das wäre was nötig wäre, ganz konkret? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute, die bereiten sich selber darauf vor, auf ihre Karriere. Die nehmen sich privat eine Gesangslehrerin
Und in der DDR ist es eben staatlich gewesen, weil man braucht dort einen offiziellen Stempel für seine Auftritte. Dann kriegt man nämlich anstatt von 200 Mark 300 Mark am Abend, wenn man so einen Stempel hat. Sag mir, DDR wäre ein Stichwort. Im Moment gibt es die große Ausreisewelle aus der DDR. Gibst du? Ja. Was denkst du darüber nach? Ja, ich sage nur herzlich willkommen. Und die Leute, die haben sich das bestimmt schon ganz lange vorgenommen, da endlich rauszugehen. Es war bloß so schwierig. Und ich hoffe, dass die DDR versteht, dass die Menschen frei sein wollen. Die sind geboren worden in einem Land, genannt DDR. Die wollen aber gerne überall hin. Vielleicht überlegt sich die DDR-Regierung mal langsam, aber sicher, dass sie den Leuten die Chance gibt, auch ins Ausland zu verreisen. Dann würden ja nicht andere, da würden die ja nicht den Wohnsitz, den ständigen Wohnsitz verschieben wollen. Auf dieser neuen Platte, Nina, hat es auch einen Song, ein Rap, ein Michael Gorbatschow Rap, der ist geschrieben von deinem Ziehvater, dem Wolf Biermann. That's right. Was macht der Wolf im Moment? Was macht er im Moment? Der schreibt lauter neue Lieder und er macht eine neue Platte und er bemuttert sein neues Baby. Und was macht er noch? Er kocht wahrscheinlich ein neues Rezept. Und er schreibt für dich weiterhin Lieder? Nö, für mich nicht direkt. Also wenn mir von ihm eins gefällt, dann gehe ich zu ihm und sage, ich würde gerne den Text machen. Kann ich den haben? Reich mal bitte rüber und so. Beim Gorbatschow-Lied war es ja auch so, ich habe nur den Text benutzt und nicht seine Melodie. Mhm. Ich habe da einen Rap draus gemacht. Deine Tochter Cosma, glaube ich, ist 8 mittlerweile. Yep, that's right. Ist sie ein einfaches Kind oder ein schwieriges Kind? Sie ist ein ganz tolles Kind. Sie geht zur Schule in Paris und jetzt ihre dritte Sprache wird Französisch sein. Sie spricht schon Englisch und Deutsch und hat ganz viele beste Freundinnen. Und ich glaube, sie hat eine sehr schöne Kindheit und wir haben viel Spaß und sie geht jetzt sogar eine Ballettschule besuchen. Toll. Nina, ich habe dir was mitgebracht. Ich weiß, dass du an UFOs glaubst. Ich weiß auch, dass du... Ich glaube nicht nur an UFOs, ich habe selbst schon mal eins gesehen. Und ich weiß, dass du sehr spirituell bist und ich habe gedacht, ich bringe dir eine Pyramide mit. Danke. Das ist aber lieb von dir, die stelle ich in mein Fenster, damit sie Regenbogen produziert. Ist das denn, es gibt Leute, die sagen, bei der Hagen ist das vor allem eine Masche, diese UFO-Geschichten, diese Geschichte rund um Gott, dann erzählt sie immer wieder über, ich weiß nicht was, Zeugs, das ist eine Masche. Ist es eine Masche? Also ich glaube, man kann in verschiedenen Zeitschriften, wenn man schon nicht drauf, also so gut drauf ist, in den Buchladen zu gehen, kann man schon in Zeitschriften Artikel lesen über das Leben nach dem Tod, wissenschaftliche Studien von Ärzten, die mit Leuten zusammengekommen sind, die nahe Todeserlebnisse hatten. Und die haben alle die gleiche Geschichte zu erzählen gehabt, dass es drüben einen Tunnel gibt und ganz viel Licht und dass es einem dort prima geht und so weiter und so fort. Brauche ich jetzt nicht hier zu erzählen, weil eigentlich glaube ich, dass es alle wissen. Und ich glaube nicht, dass es eine Masche von mir ist, sondern es ist einfach wahres Interesse. Ich bin an Wahrheitsforschung, sprich Religion, wahrer Religion interessiert und bemühe mich, in den Himmel zu kommen. Yeah, right now, Andy. Ich hoffe, dass wir uns da sehen, okay? Okay. Ida, danke, dass du vorbeigekommen bist. Herzlichen Dank. Nina Hagen, eine neue Platte, es lohnt sich, dir zu hören. Wir gehen weiter mit anderer Musik, die ist auch neu. Es gibt nur neue Musik in diesem Downtown. Das sind Climie Fisher und der